Hallo zu einem Let's View des Tomat Action Figure Digest 164 aus dem Jahre 2008. Ganz vorne drauf Transformers, die Werbung von der BotCon 2008. Dort, hier sehen wir das Animated-Logo. Die Serie Animated war gerade aktuell draußen und das ist eine exklusive BotCon-Figur, die aus dem Shattered Glass-Universum. Also Shattered Glass wurde hier erstmals als Transformers-Version eingeführt und beinhaltet sozusagen ein Spiegeluniversum. Das heißt, die Guten wurden böse und die Bösen wurden gut. Das heißt, Autobots sind die Feinde und Decepticons die Guten. So, Toy Fair, also die Toymesse 2008, wird dort auch angekündigt. So, dann schauen wir uns das einfach mal an. Bumschuss, Mighty Max Star Wars Werbung und eine Inhaltsangabe. Aber da wollen wir uns gar nicht festhalten. Wir fangen gleich an mit Gentle Giant Studios. Die haben Figuren hergestellt von Star Wars. Gut, bisschen eigenen Style hier jetzt bei den Darth Maul und bei Obi-Wan. Leia und Yoda sind gar nicht so schlecht getroffen und auch C3PO. Hier kommen wir Helme. So ein komisches Speederbike gefällt mir nicht wirklich. Dieser Style. Und hier ein bisschen ja, moderneres Star Wars. Ist okay. Nicht meine Sachen, aber kann man sich anschauen. Horrorfiguren. Hier haben wir auch ein Monster und zwar das Monster aus Cloverfield, was wir hier sehen, was auch bei Hasbro rausbekommen. Und wir sehen hier Werbung von Dexter. Auch da gab es, wenn ich mich richtig erinnere, Actionfiguren. Also hier ist ein bisschen ein paar News. Aber die wollen wir jetzt nicht auseinandernehmen. Wir gucken uns nur die Bilder an. Night of the Living Dead. Zwei Figuren. Sagen auch nicht gerade sehr viel aus. Narnia, Prinz Caspian zum Kinofilm. Zum Film gibt es ja immer sehr, sehr viel. Ein Spielset, ein Schloss mit den Helden. Die sind hier so ein bisschen zu sehen. Und hier sehen wir noch mehr. Die Actionfiguren, Spielsets. Also hier sehen wir auch auf der Messe sehr viel aufgebaut. An Fahrzeugen, an auch lebensgroßen Teilen wie Schwerter und Schilde. Sodass man auch das live nachspielen konnte. War, glaube ich, nie so eine erfolgreiche Toyline, aber es gibt immer Sammler für alles. WWE. Ein Bret Hart. Gefällt mir wirklich gut. Jake Snake Roberts. Hier so eine, ja, auch ein paar Wrestling, so ein bisschen im Comic-Style. Okay, Undertaker geht noch. Das finde ich nicht so berauschend. Auch hier so ein spezieller Style, Figuren-Style. Gut, für die Sammler vielleicht gut. Für mich jetzt nicht mein Ding. Auch hier noch mal ein paar Figuren, Undertaker. Das kann ich jetzt nicht fest sagen, wer es ist. Ich bin da wirklich nicht so der Experte. Das könnte Triple H hier sein. Und dann sind wir schon wieder bei Iron Man. Nach dem Kinofilm, ist vor dem Film. Also in dem Sinne auch ein bisschen abgewandelte Figuren. Und hier sehen wir eben halt zum ersten Kinofilm hauptsächlich. Und ja, ein bisschen Abvariationen, damit dann das Spielen noch ein bisschen vielseitiger wird. Also sprich, nicht jede Version wie die hier ist ja nicht im Film vorgekommen. Aber der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Hier haben wir weiter Iron Man mit Fahrzeugen, hier so eine Chibi-Figuren. Auch hier mit Kampfrüstung zum Anstecken. Auch richtig cool. Heroes, zur TV-Serie kann man sich auch die Charaktere kaufen. Und ja, hinstellen, auch gut gelungen. Ein bisschen mit wechselnden Köpfen, damit man so ein bisschen auf die ja, Szene vielleicht ein bisschen zumünzen kann, das Ganze, die man mochte. Nicht schlecht. Auch hier sehen wir, so sieht es bei Prototypen oft aus. So sollte die Box aussehen. Manchmal sind das noch Vorabzeichnungen oder Fotografien. Und dann gezeichnete Figuren, wie die Actionfiguren drin aussehen würden. Das ist so sind Prototypen manchmal vorgestellt worden auf Messen. Auch sehr interessant. The Warriors von einem klassischen Kinofilm aus den 80ern. Haben wir hier ein paar Figuren, die rausgekommen sind. Warum nicht? Klassiker bringt man auch immer was raus. Ein bisschen mehr Night of the Living Dead. So ein paar
klassische Monster, Klaatu aus dem Klassiker Die Erde steht. Der Tag, an dem die Erde stillstand. Jack Bauer, also aus 24, Iron Man, Diamond Selection, auch besondere Figuren. Hier so eine Bricks-Figuren, so ein bisschen Lego-Style-Figuren. Planet der Affen. Und hier haben wir Transformers Animated. Hier seht ihr das. Das ist die aktuelle Toyline gewesen. Einige Figuren habe ich. Den Megatron fand ich richtig gut. Das ist auch einer der wenigen, die ich ausgepackt habe und die bei mir im Regal stehen. Figuren sind gar nicht so schlecht gelungen. Man hat so den Comic-Style gemischt mit den Figuren und das ist auch Actionfiguren technisch sehr, sehr gut gelungen. Viele interessante Figuren, wirklich ansehbar. Hier sehen wir auch weiteres, Variationen. Soundwave, ja, da gab es immer dieses Problem mit Laserbeak, das ist immer eine Gitarre, die sich verwandelt. Ne? Was mir sehr gut gefallen hat bei Ratchet, waren Werkzeuge dabei. Somit hat man so ein Spielsystem da gehabt, das finde ich sehr, sehr gelungen. Ja, hier so ein bisschen Anand Prime, okay, das ist nicht so gut. Es gab ja auch verschiedene Versionen, verschiedene Größen. Naja, wie es denn sein muss. So, hier haben wir das Botcon-Set mal komplett. Shattered Glass, ein Set, was ich besitze, wo ich sehr stolz drauf bin, was richtig gelungen ist, gerade Prime. Das ist jetzt, muss dazu sagen, jede dieser Figuren ist auch regulär erschienen, als in der Generations-Line, glaube ich. Aber hier sind sie anders koloriert, teilweise mit ein bisschen veränderten Köpfen und anders designt. Und hier ist das Spiegelglas-Universum eingeführt worden, in diesem großartigen Set, eines der beliebtesten Sets überhaupt, auch sehr, sehr, eins der meist gesammelten Sets von Botcon, also absolut cool. Und Prime, wie gesagt, sehr, sehr gelungen. Jetfire, oder beziehungsweise hier haben wir Starscream ist ja dann guter gewesen, ne? Die Bösen werden gut, Guten werden böse. Autobot Jazz, auch sehr, sehr schön, mit viel Zubehör. Hier haben wir auch nochmal Goldbug. Goldbug ist ja eine andere Version von Bumblebee, auch großartige Figur. Hier haben wir Grimlock. Ein bisschen moderner interpretiert, aber auch wirklich ganz gelungen als Dinosaurier. Und auch gerade das Design wie bei Goldbug ist jetzt auch aktuell in den War of Cybertron Serien und so weiter, was aktuell rausgekommen ist, angepasst. Ricochet, auch eine Figur, die eigentlich im Endeffekt fast dieselbe Figur ist wie Jazz, nur eben halt anders koloriert und ihr seht, die Figur ist im Kopf ein bisschen anders, aber es ist fast dieselbe, ein bisschen anders designt. Razorclaw, ein kleiner Panther, der sich nur in Roboter verwandelt, ganz nett, war mal ein Gimmick, eine kleinere Figur, die bei einer anderen Figur dabei war, wirklich großartig. DC Universe, hier haben wir auch richtig viele klassische Figuren. Hier haben wir ja Comic-Style von Catwoman, Batwoman, Batman, klassischer Flash. Ja, richtig gut. Auch weitere DC-Helden, Oliver Queen, Green Lantern und so weiter. Hier haben wir den Comic-Style, auch wenn die mir nicht ganz so gefallen, ein bisschen komisch proportioniert. Dragon Ball Z, ja, obwohl hier GT auch wirklich gelungen, sehr, sehr gut getroffen, aber bei Dragon Ball kann man auch heutzutage nicht mehr so viel falsch machen, finde ich. Die Figuren von Bandai, die sind halt auch die Japaner, geben sich immer mehr Mühe und sehr viele coole Szenen. Man kann fast die Episoden zitieren, wenn man das so sieht. Hier noch weitere mit ein bisschen Kampfsets, auch richtig cool, auch immer wenn sie sich aufpowern, so ein bisschen mit durchsichtig, richtig gut gemacht. Echte Hinstellfiguren. Blue Dragon, auch vom, also ein Rollenspiel, was aber auf Designs von Akira Toriyama, also von dem Dragon Ball Schöpfer, aufbaut. Und ja, hier haben wir richtig coole Figuren. Sola gefällt mir sehr gut. Auch Shu, Klug und Jiro, Marumaru, Nene, für einen Bösewicht finde ich den Namen ein bisschen doof, aber. Ja, der war richtig gut. Auch das Spiel kann ich nur empfehlen. Richtig geniales Spiel. Also ein Rollenspiel, Manga-Style, wirklich klasse. Hier war weitere. Die hatten ja Kräfte, indem sie ihre Schatten lebendig werden konnten als Monster. So ein bisschen wie diese großen Monster aus Final Fantasy. Richtig tolle Idee und richtig gut. Es gibt auch eine Animationsserie dazu. Gibt es auch in Deutsch, kann man sich angucken. Hier sehen wir auch verschiedene Versionen. Also zum Hinstellen richtig cool.
D-Rex, ein kleiner Haustier-Tyrannosaurus. Was ist für zu Hause? Indiana Jones oder Lego Indiana Jones The Original Adventures, das Lego-Spiel von TT Games. Richtig gutes Lego-Spiel, kann ich auch nur empfehlen, macht Spaß, gibt es mittlerweile auch remastered und kann man sich auch modern angucken oder spielen. Ein paar Dioramenfiguren, Spider-Man, Venom, Devil May Cry, Dante oder der Master Chief von Halo 3, auch absolut cool. Und hier auch Dead or Alive-Figuren. Da haben wir auch einen schönen Zombie-Piraten Barbosa aus Fluch der Karibik. Richtig gut gelungen. Sideshow Collectibles, eine etwas edlere Variation von Figuren. Sehr teuer und auch sehr detailliert. Obi-Wan aus Clone Wars, die Waffe von Hellboy, Gandalf, Iron Man, richtig gut. Auch hier Jurassic Park, richtig klasse gelungen. Oder Mokoto aus Ghost in the Shell. Action Figure Digest Werbung, beziehungsweise hier nachbestellen. G.I. Joe. Gibt viele neue Figuren. Muss schon modern, nicht ganz meine sein, aber richtig gut gemacht. Viel Zubehör, vielseitig. Selbe auch nochmal. Serpentor, auch richtig coole Figur. Und dann haben wir hier nochmal Star Wars Werbung. Auch richtig die klassischen Fahrzeuge, klassischen Figuren wieder neu aufgelegt. Die Klassiker, die leben, die sind einfach nicht wegzukriegen. Hier irgendwelche Werbung, die ich nicht einordnen kann. Aber das soll es gewesen sein zum Tomat Action Figure Digest 164 aus dem Jahre 2008. Ja, wenn es euch gefallen hat, ein Like bitte hinterlassen, ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ja, kommentiert, sagt mir, wie euch das gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.